Chat, was macht ihr beruflich? Ernst gemeinte Frage, interessante Frage. ITler, Lokführer, Schauspieler. Mann, Chat, ihr labert doch alle schon wieder, Digga. Könnt ihr einmal ernst bleiben und könnt ihr einmal ernsthaft euren Job reinschreiben? Tätowierer, Tantra-Masseur. Pflege, geil, Astro. Seht ihr, es ist so eine interessante Frage, wenn ihr einfach mal normal sein könntet, dann sehe ich, was für einen Job ihr habt und es ist voll interessant, Digga. Nein, was schreibt ihr hier rein? Pornodarsteller, Astronaut, Arbeitslos, Tantra-Masseur, Gerüstbauer. Ey, voll interessant, wirklich, Chat. Schreiner und Imker? Chat, gibt es hier... Ist egal, die Frage, wenn ich das frage, schreiben alle eins. Gibt es hier... Auf Ernst, ein Arzt. Eins, wer von euch Arzt ist. Ach, Digga, ey, wirklich. Ich mag euch, ich hasse euch aber auch zum gleichen Moment. Es ist eine Hassliebe, ehrlich. Frauenarzt, Lüge, Digga, ihr lügt. Mache gerade eine Lehre zum Landmaschinentechniker. Geil, Digga, das ist geil. Tierarzt. Ich kann doch nichts mehr glauben. Eins, wer Astronaut ist. Ja, und wisst ihr, das ist das Problem. Das ist das Problem. Drei, wenn ihr gerade auf dem Mars sitzt und den Stream guckt, vom Mars aus. Vier, Mann, ihr seid echt lustig manchmal. Reinigungskraft immer verstecken, irgendwo beste Job. Du meinst, du bist Reinigungskraft und du schämst dich dafür? Chat, ich sag euch ehrlich, und das meine ich so, wie es ist, egal, was für einen Job ihr ausübt, ihr habt Respekt dafür verdient, denn ihr macht das, um eure Brötchen zu verdienen und dafür muss man sich auf gar keinen Fall schämen. Darauf sollte man stolz sein, Chat. Also egal, ob ihr Müllmann oder Reinigungskraft oder was auch immer seid, Digga, ihr habt meinen Respekt verdient, wenn ihr einfach arbeiten geht und was aus eurem Leben macht, wenn ihr euer Geld verdient. Es muss ja, ein Job muss ja auch nicht für sein Leben lang sein, wisst ihr, wie ich meine? Und dafür braucht man sich auf jeden Fall nicht schämen, Digga. Gar keinen Fall. Ich arbeite nur, um meine Spielsucht zu befriedigen, jetzt finanzieren. Was wolltest du immer werden als Kind? Boah, Digga, ich hatte als Kind, kann mich gar nicht erinnern, Chat. Ich glaube, ich hatte gar nichts. Ich weiß gar nicht, was ich werden wollte, Chat, als Kind. Ich kann es euch nicht sagen. Danke. Ich arbeite als Netzelektriker, weiß nicht, ob ihr das in Deutschland kennt. In Amerika nennt man es auch Lineman. Kannst mal googeln, XD. Danke für 5, Bruder. Netzelektriker. Ja, Elektriker halt, oder? Ist das nicht das Gleiche? Also, Chat, ich als Kind kann euch nicht mehr sagen, was ich als Kind werden wollte. Ich kann euch nur noch sagen, es gab mal eine Phase in meinem Leben. Doch! Ich weiß, was ich als Kind werden wollte. Ich wollte immer Architekt werden. Warum auch immer. Weil ich glaube, ich dachte, dass Architekten übertrieben rich sind und die dann zeichnen und so. Und ich habe damals gern gemalt, so Mandalas und so Zeug. Und irgendwie habe ich mir dann gesagt, du bist Architekt, da wirst du dann richtig viel Kohle verdienen. Eigentlich, Chat, wollte ich immer nur Sachen machen, wo man reich wird. Kennt ihr das? Eins, wer nach seiner Schule wer gegoogelt hat, bei welchen Jobs verdient man viel Geld, dann hat man sich so eins ausgesucht. Und das war dann so der Plan. Also war das bei mir. Das habe ich während der Schulzeit gemacht. Ja, fühle ich. Bei welchem Studiengang verdient man das meiste Geld danach? Modi, was hast du eigentlich vor YouTube gemacht? Ernst gemeinte Frage, würde mich echt interessieren. Vor YouTube habe ich studiert, Chat. Ich hab BWL studiert, habe nebenbei gearbeitet in einem Casino und danach in einer Marketingagentur. Casino-Streams waren lit. Ja, krank, Digga. Eins, wer von euch sich an Casino-Streams auf Instagram erinnern kann? Digga, das ist so lang her. Das ist so fucking lang her, Chat. Das ist wirklich crazy, Mann. Krass, okay. Also, wenn ihr es ernst meint, wenn die Eins das ernst meinen, heftig, Digga, weil dann kennt ihr mich wirklich lang. Dann kennt ihr mich von Anfang an eigentlich. Du sollst uns nicht anlügen, als ob du studiert hast. Ich habe wirklich studiert, Chat. Ich habe vier Semester BWL studiert. Oder drei. Drei oder vier. Und, Chat, ich hatte mal eine Phase, wo ich Immobilienmakler werden wollte. Und die Geschichte habe ich schon mal erzählt. Ich wollte dann eine Ausbildung machen als Immobilienkaufmann oder wie man das nennt. Und da habe ich mich bei einer Firma beworben und ich war so kurz davor, den Job zu kriegen, Chat. Ich war so kurz davor, dass sie mich nehmen. Und zum Glück, Digga, haben die mich nicht genommen. Junge, sonst wäre ich jetzt einfach so ein Anzug-Immobilien-Typ. Also wäre jetzt nicht schlecht gewesen, aber da würde ich jetzt einfach nicht hier sitzen, wisst ihr, wie ich meine? Im Casino mit Maske gestreamt. Nee, im Casino habe ich auf Insta gestreamt. Da habe ich keine Maske angehabt. Dann hättest du ja noch was aus deinem Leben gemacht. Ja, true, stimmt. Schade, dass sie dich nicht genommen haben. Ey, Digga, das ist so krank eigentlich, wenn man sich vorstellt, wie mein Leben anders verlaufen wäre, wenn ich gewisse Dinge nicht gemacht hätte. Wisst ihr, wie ich meine? Stellt euch mal vor, ich hätte niemals meinen Motorradführerschein gemacht. Dann hätte ich wahrscheinlich niemals mit YouTube angefangen. Oder stellt euch mal vor, diese Immobilienfirma hätte mich genommen. Dann hätte ich auch nicht mit YouTube angefangen wahrscheinlich. Oder stellt euch vor, ich hätte mir die GoPro damals nicht gekauft. Ich kann mich noch erinnern, Chat, ich stand im Mediamarkt mit Stefan, mit einem Kollegen von mir. Und ich habe so lange gestruggelt, ob ich mir diese fucking GoPro
GoPro kaufe oder nicht, weil die so teuer war. Die hat damals so 300 Euro gekostet oder so. Das war richtig viel Geld für mich damals. Und ich habe so gestruggelt, ob ich diese GoPro kaufen soll oder nicht. Und jetzt am Ende des Tages war diese GoPro einfach das krasseste Investment meines Lebens. Versteht ihr, was ich meine? Es kommt immer anders, als man denkt. Safe, safe, safe. Ey, und Chat, das ist auch eine geile Geschichte eigentlich. Wenn ihr gerade irgendwie einen Abfuck schiebt, weil ihr, keine Ahnung, ihr wurde gekündigt oder ihr habt irgendwie die Ausbildung nicht bekommen oder was auch immer was. Also wenn euch so schlechte Sachen passiert sind im Leben, meistens hat das einen Grund gehabt, einen wichtigen Grund. Und später im Leben checkt man dann erst, dass es voll gut war, dass es nicht geklappt hat oder dass es damals halt schief lief, weil man dann halt nicht da wäre, wo man ist. Das Leben ist eine Schachtel Pralinen, ich sag's euch ja. Ich gehe gerade durch eine Trennung, die mir unglaublich schwer fällt. Hast du vielleicht ein paar Worte für mich und vielleicht auch, die durch das Gleiche gehen? Boah, eins, wer gerade eine Trennung durchmacht, Chat, das ist auch, Digga, das Thema haben wir so oft hier. Ja, okay, einige, die gerade durch eine Trennung gehen. Chat, da kann man so viel Zeug sagen, aber am Ende des Tages hilft es einem eigentlich nicht. Wisst ihr, was hilft, glaube ich, Chat? An die Leute, die gerade durch so eine Trennung gehen und so weiter. Stellt euch, oder nee, nicht, also versucht euch daran zurückzuerinnern, wie euer Leben war, bevor ihr mit dieser Person zusammen wart. Versteht ihr, was ich meine? Stellt euch vor, ihr wärt wieder, also, oder stellt euch das Leben vor, wie es war, bevor ihr in diese Beziehung gegangen seid. Und wenn ihr euch das vorstellt oder euch daran zurückerinnert, dann rafft ihr, dass euer Leben voll geil war. Versteht ihr, was ich meine? Ich glaube, ich habe das dumm gesagt, Digga. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann. Aber euer Leben war ja davor cool ohne die Person. Mit ihr war besser. Okay, ich habe noch einen Take. An alle Leute, die gerade im Bruch sind wegen einer Trennung. Stellt euch vor, dass jeder Mensch auf dieser Welt in der gleichen Situation wart wie ihr und noch schlimmer. Und jeder Mensch auf dieser Welt aus dieser Phase rausgekommen ist und quasi danach ein cooleres Leben hatte als davor. Frage, Chat. Eins in den Chat, wer eine Trennung durchgemacht hat und jetzt glücklicher ist als davor, weil die Beziehung einfach nicht die richtige war oder weil man eine neue Frau oder einen Mann kennengelernt hat, die wo einfach alles passt oder was auch immer. Oder man hat jetzt wieder mehr Zeit für sich und hat anderen Shit gemacht. Ja. Und alle, die eine 1 schreiben, die waren genauso im Bruch wie ihr. Versteht ihr, was ich meine? Also jeder, das ist einfach normal, Chat. Das gehört zum Leben dazu. Trennungen sind nie geil und meistens hilft es auch nicht, wenn man nicht da so voll labern lässt. Einzige, was hilft, ist eigentlich nur Zeit bei Trennung, Chat. Einfach nur Zeit. Also Zeit halt Wunden. Und da gibt es viele Sachen. Einfach auch akzeptieren, wie es ist. Akzeptanz ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, Chat. Einfach akzeptieren, Digga. Einfach sagen, ey, es ist jetzt, wie es ist. Ich bin jetzt traurig. Ich würde gern heulen. Dann heul einfach. Oder wenn du schreien willst, dann schrei rum. Alles fließen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Einfach alles so nehmen, wie es kommt. Und das Beste draus machen, Digga. Ich weiß nicht, ob das geholfen hat. Denkt, ich habe es noch schlimmer gemacht bei dem Typen oder denkt, ich habe ihm geholfen. Ich spreche aus Erfahrung, war am Boden zerstört, war viel mitgenommen und das Tief hat mir vieles gezeigt. Ich bin aufgeblüht. Hey, Chat, das ist bei so vielen Leuten so. Merkt euch immer eins und das sind Facts, Digga. Die schwierigen Zeiten im Leben sind die wichtigsten Zeiten. Weil in diesen Zeiten entwickelt ihr euch weiter und das macht euch zu dem Menschen, der ihr seid. Also eigentlich, auch wenn es leichter gesagt ist als getan, sollten wir alle extrem dankbar sein für die schlechten, schwierigen Phasen in unserem Leben, sowas wie Trennung oder andere Abfucks, weil das einen einfach verändert und stärker macht. Das Problem ist nur, dass man das immer nur im Nachhinein rafft und wenn man in dieser Lage ist, rafft man es halt nicht und man denkt sich dann halt, man ist einfach im Kopf, labert man sich selber Sachen ein, Digga, die aber eigentlich gar nicht der Realität entsprechen. Man sagt sich, Chat, guck mal, man sagt sich zum Beispiel, oh, ich werde nie wieder eine finden, die so war, wie sie, die so ist, wie sie war, ja. Ihr wisst, was ich meine. Man sagt sich solche Sachen, Chat. Man denkt sich so, oh, ich werde nie wieder die Person finden, wo es so gut passt. Aber da ist ja schon der Trugschluss, Chat. Wenn es so gut gepasst hätte und wenn die Person für euch bestimmt gewesen wäre, dann wärt ihr jetzt nicht hier in meinem Stream nachts um 2 und wärt gebrochen. Also sagt dir selbst, kleiner Löwe, vom Spiegel, geil, dass jetzt Schluss ist. Geil, dass es jetzt vorbei ist. Sie war nicht die Richtige, verdammt nochmal. Und die Richtige wird kommen. Ich bin glücklich, dass ich los bin von der Alten. Versteht ihr, was ich meine? Geredet wie eine Ziege, ja. Ja, Chat, ey, ich will jetzt nicht zu weit in dieses Thema reingehen. Das ist ein deepes Thema, Digga. Aber 100%, ja. Chat, ihr könnt nur glücklich sein im Leben, wenn ihr mit euch selber glücklich seid.
wenn ihr auch irgendwie alleine mit euch klarkommt. Fahrradmechatroniker und verkaufe E-Bikes für und Bio-Bikes. Schnitzelfresser, das Thema mit den Jobs hatten wir vor 20 Minuten. Ich würde dir empfehlen, schreibt doch mal dem Netzverleger hier bei uns im Chat, der Elektroniker, der Elektriker, der hat vorne irgendwas mit Netz reingeschrieben, Elektronetze oder so, ich denke mal, das ist irgendwas mit Internet. Schreibt dir mal, frag, sag dir, dass du dringend Hilfe brauchst. Und ja, ich würde dringend den Anbieter wechseln, mein Lieber. Problem ist nur, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, hört er erst in 20 Minuten. Und da bin ich dann wahrscheinlich schon offline, also wird er es wahrscheinlich gar nicht hören.